Servus und herzlich willkommen zu Watch It Zockt. Ja, wir sind wieder da. Wir hatten in der letzten Folge die Mission aufgenommen. Die eine Mission mit Düngen, die hatte ich beendet. Dafür haben wir 6000 Euro kassiert. Und jetzt sind wir auf 70.000 Euro. Die Mission vom Dreschen, die haben wir noch aktuell. Das heißt, da bekommen wir 4.300 Euro. Oder 387, um genau zu sein. Das werden wir jetzt durchziehen gemeinsam. Dann mal schauen, was ich vielleicht eventuell noch da machen könnte. Fliegen, da habe ich keine Lust drauf. Alles so wenig. Düngen. Das könnte man noch machen. 5000 Euro. Düngerhammer. Die Mission nehmen wir an. Vertrag akzeptieren. Das war welches Feld? Feld 20. Gut. Dann wechseln wir zu unseren Deutz. Ach ja, ich glaube, das habt ihr noch nicht gesehen oder schon. Ich weiß nicht, ob ich das... Den habe ich gekauft. Nachdem ich die Mission mit Düngen fertig hatte, habe ich den gekauft. Jetzt haben wir den New Holland und den Deutz. Ich glaube, das müsste reichen, weil ich wollte unbedingt Deutz haben. Ich glaube, das müsste reichen. Entschuldigung. Das müsste reichen. Jetzt müssen wir erstmal schauen, wo ist überhaupt Feld 20. Uff, da ganz unten. Wie komme ich noch am blödsten da hin? Ich weiß nicht, wo ich jetzt rumguck. Irgendwo im Stall umeinander. So, gehen wir erstmal auf die Straße. Die Karte glotzt, sieht man nicht nach, was oben vorne passiert, ne? Ja, dann nehmen wir noch diese Mission mit, kriegen wir noch 5000 dazu. Plus die 4, das wären dann fast 80.000. Kommt drauf an, wie viel Helfer verbraucht. Ja, und dann müssen wir schauen, was wir weitermachen. Dann gehen wir eine Runde schlafen, wenn wir fertig sind. Düngen eigentlich im Dunkeln ist Krampf, aber naja, probieren wir es mal aus, sagen wir mal so. Probieren kommt vom Studieren. Oh, bin müde, bin gerade von der Arbeit nach Hause. Mein Family ist nicht da und deswegen habe ich mir gleich gedacht, hockst dich mal am Computer, nimmst ein, zwei Folgen wieder mit, dass ihr wieder was zum Lachen habt.
Müssen wir gleich zu dem Helfer wechseln, weil dann gehen wir den schnell dann abdanken. Jetzt kommt er gleich runter. So, dann wechseln wir wieder zurück. Kann der abdanken. Dann fahren wir zu unserer Mission. Ich hoffe, dass ich überhaupt dahin komme, wo ich hin will. Scheibenkleister, ich muss... Ja. Irgendwie werden wir schon... Nein, da geht's nicht drauf. Nein, da geht's nicht drauf. Verdammt. Verdammt, verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Verdammter Käse. Verdammt, verdammt. Geht's hier rum? Da geht's auch nicht drauf. Mein Gott, jetzt muss ich die Scheißstrecke wieder zurückfahren, oder was? Ja, regt's mich ein bisschen auf. Naja, hilft ja nichts. Da müsst mal rüber, ne? Nee, was mache ich na? In der Nacht zu fahren ist doch Katastrophe. Da müssen wir rüber. Wo ist jetzt in der Designfahrt? So, dann haben wir das auch erreicht.
So, dann läuft das schon mal. Machen wir ein paar Missionen, dass ein bisschen Geld reinkommt. Jetzt haben wir für den Trecker ausgegeben fast 100.000. Ein GPS-Mod. Ich würde es so feiern, wenn GPS rauskommen würde. Oder so ähnlich wie GPS. So wie jetzt dieses Mod für Drive-Control-Ersatz. Das wäre so geil. Das wäre so richtig mega geil. Ich habe heute was gelesen von einem Keyboard-Extension-Mod von Mowgli. Und daran habe ich was gelesen, soll irgendwas von GPS angesprochen gewesen sein. Aber was, weiß ich nicht. Muss ich, den Mod muss ich mir mal runterziehen, mal anschauen. Hatte schon wieder fast vollen Korntank. Jetzt regt er mich aber schon ein bisschen auf, ey. Ich glaube, den Mod werde ich mir runterziehen, testen und dann mal schauen, was da rauskommt. Vielleicht ist ja sogar GPS drauf, weil irgendwas von GPS ist dran gestanden. Aber was? Das ist die Frage. Was? Ja, dann gehen wir den abtanken. Richtige Zeit. Punkt erwischt oder richtigen Zeitpunkt erwischt. Drehen. Haben wir das da weg, dann verkauft man das gleich. Da ist noch einiges drauf. Da wird uns noch einiges Geld kosten, dieser Helfer hier. Verkaufen. Dann gehen wir ihm nochmal abtanken. Warten wir halt, bis er wieder runterkommt.
So. Dann ist jetzt der Drescher dran. Dank mal den ab schnell, dass er in Ruhe weitermachen kann. Dann tun wir unser Feld fertig düngen. Dann fließt davon die Kohle. Und dann gehen wir eine Runde schlafen, würde ich mal sagen. Ne? Tun wir eine Runde schlafen dann. Okay. Abgetankt ist er. Mein Gott, ist der Helfer teuer. Lecker, mi amo. Der ist wirklich teuer. Das wurmt mich, dass der so teuer ist. So, jetzt habe ich ein Problem. Und zwar Problem, ich weiß ja nicht, in welche Richtung ich jetzt drehen muss. Gedüngt 100%. Gedüngt 100%. Hä? Muss ich das jetzt verstehen? Okay, in die Richtung muss was drehen. 79%. Okay. So, dann machen wir die Scheiß fertig. Und dann würde ich sagen, machen wir hier auch einen Cut für diese Folge. Dann werden wir in nächste Folge dann das Geld kassieren. Und mal schauen, was wir als nächstes machen. Was dann kommt. Ich glaube, sehen müssten wir irgendetwas auf unserem Feld, müssen wir Arbeiter machen. So, das Feld ist dann abgeschlossen. Ich würde dann sagen, wir beenden es hier. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Es war jetzt nicht die spannendste Folge, aber ich verspreche euch, die spannenden Folgen, die kommen noch. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, ein Abo, Glocke nicht vergessen zu drücken, dass ihr benachrichtigt werdet, wenn ich was Neues rausbringe. Und dann sehen wir uns später oder in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und bleibt gesund. Bis dahin, ciao, ciao und Servus.